Warten Sie! Ich weiß jetzt, wer Sie sind. Mahmud, ich kann dir alles erklären. Es ist nicht... Du gehst in dein Zimmer. Ich... Allah hat sie mir geschickt. Hä? Wissen Sie, in dieser verkommenen Gesellschaft ist es schwer, eine gute Ehefrau zu finden. Ach ja? Aber zum Glück hat Allah, der all seinen Geschöpfen gibt, was sie brauchen, sie zu mir gesandt. Und weil ich jeder Versuchung aus dem Weg gehen will, werde ich ihren Vater um ihre Hand bitten. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein, ich bin die Falsche für Sie! Meine Schwester. Ihre Bescheidenheit ehrt sie. Zeigt mir, dass ich richtig wähle. Ich darf mit einem Mann nicht über dieses Thema sprechen! Ein Mann und eine Frau zusammen in einem Raum, die nicht mal ran sind, haben den Teufel immer als Dritten dabei. Mein Bruder, fassen Sie sich! Hat sie das Gebäude jetzt wieder verlassen oder nicht? Gut, aber dann bewegt ihr euch nicht weg. Ihr bleibt einfach davor stehen. Genau. Und du rufst mich an. Du rufst mich an, egal was ist. Ja gut, bis Lama. Willst du einen Tee? Hey, Schokolade. Sprich nicht Arabisch mit mir. Die einzigen Wörter, die wir kennen, sind Ton, Sheriff und Alkohol. Also lass es. Es ist die Sprache des Korans. Ach ja? Steht im Koran, dass man Frauen belästigen darf? Ich will sie doch heiraten. Ich habe keine schlechten Absichten. Entweder du bist Fundamentalist und respektierst den Wunsch ihres Vaters, oder du bist es nicht und hältst mich hier nicht mehr fest. Also? Hör zu, es reicht mir. Ich bin kein Schwätzer wie deine Freunde, klar? Ich liebe sie. Sie ist mir nicht zufällig begegnet. Es ist sein Wille. Sein Wille? Sein Wille. Glaubst du das im Ernst? Zweifelst du niemals? Nur Ungläubige zweifeln. Nein, es ist ein Beweis von Intelligenz. Weißt du, wer nicht zweifelt? Nur Dummköpfe, Mitläufer, Diktatoren, Dschihadisten. Mach die Augen auf, Mahmud. Du gehörst nicht auf diese Liste. Es ist wichtig, ehrlich zu sein. Und das bin ich. Mein Name ist Armand. Ich studiere zusammen mit Leila. Bonjour, Monsieur. Können wir kurz reden? Offensichtlich nicht. Wer weiß, wozu der Typ fähig ist? Das ist kein Typ, das ist mein Bruder. Gib mir mein Handy zurück. Die werden mit Schweinegelatine gemacht. Bon Appetit. Ihr Bruder hat sie eingesperrt. Keine Sorge, ich werde dich coachen. Kommt nicht in Frage. Ja, das ist gut. Hast du angefangen zu nähen? Nein. Salam alaikum. Alaikum salam. Hier ist eine Dame für dich. Das ist keine Dame, das ist ein Wurfzelt. Wie ist ihr Name, Schwester? Scheherazade. Ich bin's. Und, wie ist sie? Wir mussten sogar zum Beten unterbrechen. Sie ist nicht wie die anderen. Sie weiß, was sie will. Folgt ihr, ja? Ich will wissen, wo sie wohnt. Du denkst immer nur an dieses Mädchen. Hey, wenn du sterben willst, geh nach Syrien! Ich will sie heiraten. Allah hat sie mir geschickt. Hm? Nein, 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 nein. Ich darf mit einem Mann nicht über dieses Thema sprechen. Warte, Scheherazade. Ich liebe sie. Ich will mit dir sprechen. Nicht rein, sie ist nicht verschleiert. Es ist entschieden. Du wirst meine Frau. Armand? Ah! Maman, ich bin's.